Ja, ein herzliches Willkommen auch meinerseits. Bislang ernähren sich 20% der Menschen aus dem Meer. Der Pro-Kopf-Verzehr von Fisch ist allein in den vergangenen 50 Jahren um gut das Doppelte gestiegen. Das sagt die Welternährungsorganisation FAO. Zugleich wächst die Weltbevölkerung von gegenwärtig etwa 7 Milliarden bis in den nächsten Jahren auf 9,5 Milliarden Menschen. Das heißt, 2050 müssen nochmal 2 Milliarden Menschen mehr mit Nahrung und vor allem mit Eiweiß versorgt werden, und das müsste wohl auch aus dem Meer kommen. Doch gegenwärtig deckt diese Quelle global betrachtet nur 15% des Kalorienbedarfs und nur 2% des Eiweißbedarfs und nur 2% des Bedarfs an Kalorien. Das jedenfalls schreiben die wissenschaftlichen Berater in ihrem Bericht. Welche Empfehlungen sie geben, um mehr Nahrung aus dem Meer nachhaltig zu ermöglichen, darüber möchte ich zu Beginn des heutigen Abends mit Herrn Professor Heuer sprechen, bevor wir in die Podiumsdiskussion und in das Gespräch mit Ihnen eintreten. Herr Professor Heuer, würden Sie bitte nach vorne kommen? Dynamisch, gleich ohne Treppe natürlich. Jetzt hier hin, geht das? Gut. Herr Professor Heuer ist, Herr Professor Kreuzer hat es gerade gesagt, Vorsitzender der High Level Group for Scientific Advisors. Nein? Nee, warte mal, hier ist noch ein Mikro. Moment. Ich muss leicht korrigieren, weil wir haben einen neuen Namen. Es gibt so viel, ja, ich bin auch noch nicht dran gewohnt. Es gibt so viele High Level Groups, dass die Kommission beschlossen hat, uns Chief Science Advisors zu nennen. Ich bin sozusagen der Chief der, okay. Der Chief Science Advisors, ja. Also CCSA. Sozusagen. Okay, also Herr CCSA, I'm very pleased to meet you. Behalten Sie das Mikro mal in der Hand. Herr Heuer ist von Haus aus kein Biologe, sondern promovierter Physiker und auf der Suche nach der, was die Welt im Innersten zusammenhält, hat er längere Zeit am deutschen Elektronen-Synchrotron, DESY, geforscht und auch am CERN. Er ist aber vor allen Dingen auch, und das hat ihn in den letzten Jahren bekannter gemacht, ein leidenschaftlicher Wissenschaftskommunikator und Wissenschaftsmanager. Und es macht ihm unübersehbar Spaß, was zu bewegen. Und das hat er. Vom Januar 2009 bis zum Dezember 2015 war er Generaldirektor der Europäischen Organisation für Kernforschung, CERN. Und zuvor wirkte er 5 Jahre als Forschungsdirektor am DESY. Herr Heuer, Sie haben mal gesagt, Ihr Lieblingsplatz am CERN ist die Kantine, weil nämlich dort die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt, und zwar in dieser Reihenfolge haben Sie das gesagt, einander zuhören und miteinander reden. Haben Sie im Rahmen der Erarbeitung der Stellungnahme Food from the Oceans bei der EU eine neue Kantine gefunden? Ja, nicht so ganz. Ja, ich glaube, es stimmt. Also die Kantine vom CERN ist einfach einmalig, das muss man zugeben. Ja, es ist auch nicht nur eine Kantine am CERN, sondern was Sie brauchen für einen wissenschaftlichen Austausch, und ich glaube, das gilt für alle Institute, Sie brauchen einen Platz, wo im Wesentlichen keine Türen sind, sondern wo die Leute zusammensitzen, wo sie diskutieren können, wo sie einen Kaffee nehmen, wo sie auch zusammen essen. In dem Moment, wo sie so viele Türen haben, sie klopfen nicht an, und auch wenn die Tür offen ist, die jungen Leute haben die Scheu, da reinzugehen. Sie brauchen was, wo sie vibriert. Gut, also Billard. Okay, also wer immer ein Institut leitet, ich hoffe, Sie haben schon einen Billardtisch. Herr Professor Heuer, es gibt 5 zentrale Empfehlungen und ich bin sehr froh, dass Sie heute hier sind, die zu erläutern. Ich finde sie nicht so ganz einfach zu verstehen. Ja, stimmt. Okay, beruhige ich mich ein bisschen. Welches ist in Ihren Aussagen denn so die wichtigste Empfehlung von den 5? Also die wichtigste Aussage ist erstmal, dass man eben bisher unserer Meinung nach das Meer und das Potenzial aus dem Meer völlig vernachlässigt hat. Und dass man den großen Fehler gemacht hat, dass man eben nur im obersten Teil der Nahrungskette, sprich mit den Fischen, was gemacht hat und das auch ja, an vielen Stellen übertrieben hat. Man muss viel weiter runtergehen in der Nahrungskette. Man muss die gesamte Nahrungskette benutzen. Aber in einer Art und Weise, die natürlich auch
mit dem schönen Wort Nachhaltigkeit verbunden wird. Nämlich so, dass auch spätere Generationen davon profitieren können. Das heißt, es muss sehr sorgfältig passieren. Und ich glaube, das ist eine der ganz großen zentralen Empfehlungen, dass man wirklich die gesamte Nahrungskette anschaut. Wir haben uns konzentriert nur auf Meerwasserwirtschaft. Also wir haben nicht auf Süßwasser und wir gehen auch nicht auf die Landwirtschaft. Aber unsere erste Empfehlung geht darüber, dass man wirklich eine breite Politikagenda aufsetzt, wirklich Politikfelder übergreifend ein Rahmenprogramm für ein Nahrungssystem insgesamt aufsetzt. Ja, es hängt ja auch alles zusammen, Süßwasser, Meerwasser und auch Land. Ja, das ist die erste eigentlich die zentrale Empfehlung. Und was steht in den vier anderen? In den vier anderen, die zweite Empfehlung, also das sind dann jeweils auch noch Unterempfehlungen dabei, aber das ist sozusagen das große Übergreifende. Das zweite. Das ganze Dokument, ich habe das ja hier. Ja, ist ein bisschen. Das habe ich extra ausgemacht. Ist hübsch geworden, gell? Ja, das ist schön. Künstlerisch wertvoll. Das zweite geht im Wesentlichen auf die Meereswirtschaft, auf die Meerwasserwirtschaft aus. Küste und Offshore. Und es gibt ja schon Direktiven in der EU. Das muss mehr verankert werden in den EU-Direktiven, was man da machen kann, dass man die Möglichkeiten hervorhebt hier und hier eben auch insgesamt ein abgestimmtes Rahmenprogramm aufsetzt, das auch sehr gut passt in die 2030, die Nachhaltigkeitsziele der UN. Ja? Und da muss man auch aufpassen, da geht es einerseits um die Nahrung für alle, aber auch andererseits um den Schutz der Meere. Also das muss man dann schön balancieren. Das dritte geht mehr auf die Fische, auf die, wie sagt man, Wild Capture, den Wild, denn das ist kein Wild. Naja, Wildfang ist für mich was anderes. Also die Fischerei. Ich glaube, an der Stelle muss man viel, viel stärker aufpassen, dass man die und Regularien schaffen, dass man umsetzen kann, durchsetzen kann, was schon an Regularien existiert, den Beifang voll erfassen kann, an den Subventionen arbeitet, also so, dass man sie runterdreht. Ja. Das ist das Dritte. Im Wesentlichen geht es da eben um den obersten Layer in der Nahrungskette. Das Vierte ist dann im Wesentlichen Politikänderung einzuführen. Also es gibt ja jetzt das Blue Bioeconomic Forum, das glaube ich jetzt Ende letzten Jahres, glaube ich, war da jetzt eine Ausschreibung, soweit ich weiß, dass man an der Stelle wirklich offene Märkte schafft für neue Produkte, herausstellt, wo Forschung noch notwendig ist, eventuell Startgelder und vor allem, dass man einen Dialog aller Akteure macht. Das fehlt ja auch. Es reden immer nur einzelne Gruppen miteinander, sondern dass man da wirklich breit den Dialog über verschiedene Akteure hat. Darf ich da mal kurz einhaken? Ich meine, dieser Dialog ist ja sehr notwendig, vor allen Dingen vor dem Hintergrund in dem vierten Bericht, von dem vierten Ocean Review Bericht, ist ja einmal aufgezählt, wie viele Organisationen eigentlich sich um das Meer oder auch um das Meer kümmern. Und die kommen zu der Zahl von 56, die sich damit befassen, also als Organisation. Und dann gibt es noch ein schönes Schema da drin, da wird mal gezeigt, was bei der UN alles damit befasst ist. Wenn man das vor Augen hat, finde ich es geradezu mutig von Ihnen zu sagen, wir brauchen einen offenen Dialog. Ich weiß gar nicht, ob Sie all diese Player jemals an einen Tisch kriegen? Naja, die können sich ja in kleinen Grüppchen organisieren und dann jeweils an den Tisch kommen. Das kann man, wenn man will, kann man es. Okay. Davon bin ich überzeugt. Und wir sagen, mach das. Denn es hat auch keinen Wert, wenn man muss miteinander reden. Ja? Man muss auch die Probleme und die Problematiken der anderen erkennen und ja, unter Umständen akzeptieren und vielleicht auch gemeinsame Lösungen suchen. Und man kann übrigens auch natürlich die Akteure der Küste nicht außen vor lassen, gerade wenn sie über die Küstenlandschaft reden, da spielt dann der Tourismus rein, da spielt die Naherholung rein. Das muss alles in einem Topf, man muss da Möglichkeiten schaffen, dass die Leute miteinander reden können
Und nicht erst dann, wenn etwas geändert werden soll, dass man dann im Wesentlichen nur noch streitet, sondern wirklich von Anfang an, dass man sich da zusammensetzt. Und das Fünfte ist dann im Wesentlichen da vorausschauend, dass man wirklich auch guckt, was muss man, wo muss man noch Wissenschaft betreiben, wo sind noch Unwägbarkeiten, die man ausmerzen muss. Zum Beispiel diese Pilotprogramme aufzusetzen, auch für die niedrigeren Niveaus in der Nahrungskette. Denn wenn ich da was wegfische, fische ich natürlich auch automatisch was für die obere Nahrungskette ab. Das heißt, da muss ich erstmal Pilotprojekte aufsetzen und sehen, wie funktioniert es überhaupt und was kann da einigermaßen nachhaltig gemacht werden. Das sind so im Großen und Ganzen die, ich habe mal versucht, das zu übersetzen, das ist gar nicht so trivial aus dem Englischen zu übersetzen für einen Teilchenphysiker, muss ich wirklich sagen. Also dafür erstmal herzlichen Dank schon mal. Wenn Sie sagen, wie haben Sie sich praktisch an diese 5 Empfehlungen herangearbeitet? Naja, Heuer ist gewohnt zu delegieren. Und wir haben ja SAPEA, wie der Herr Kreuzer schon erwähnt hat. Denn 6 Leute wissen nicht viel. Aber wir können immerhin beurteilen, was uns vorgelegt wird. Und das Wichtige ist, die richtigen Experten zusammenzukriegen, die dann sowohl Literaturstudien machen, als auch Workshops, wo dann diskutiert wird, wo die sich aneinander reiben und wo dann wirklich dargelegt wird, wie ist der Stand der Wissenschaft heute und wo ist noch Potenzial oder wo ist kein Potenzial. Und das sind diese, weiß ich jetzt nicht mehr, der SAPEA-Bericht hat ja mehr, der 160 Seiten SAPEA-Bericht. Und den kondensieren wir dann und wir übernehmen das, wo wir denken, dass das dann Empfehlungen sind, die auch die EU-Kommission umsetzen kann. Denn wir haben ja auch unsere Rahmenbedingungen. Wir wollen ja nicht für einen Papierkorb arbeiten, sondern wir können nur Dinge empfehlen, die die EU auch angehen kann, wo die EU dann auch Regularien aufsetzen kann und entwerfen kann. Und das machen wir dann im Wesentlichen einstimmig. Das heißt, Ihre Arbeit basiert aber zunächst einmal auf all den wissenschaftlich abgesicherten Studien, die es bereits gibt. Also ist ein bisschen so wie beim Weltklimarat, habe ich den Eindruck. Man trägt zusammen, was es an sicheren Studien gibt, sichtet die und bewertet die und dann kommt dabei was raus. Genau so. Und wir arbeiten nur mit veröffentlichten Daten. Also nur, was veröffentlicht ist. Es muss alles reproduzierbar sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir lassen zu dem Zeitpunkt die Politik außen vor. Das ist der Unterschied zum Klimarat. Das heißt, dieses sind Empfehlungen, die wirklich von wissenschaftlicher Seite auf wissenschaftlicher Basis gegeben werden. Ja. Sehr schön. Ja, vielen Dank soweit. Es wird bestimmt gleich noch Fragen an Sie geben. Ich würde jetzt gerne meine Podiumsteilnehmer nach oben bitten und Herrn Heuer erst einmal entlassen. Natürlich nicht ohne Applaus, meine Damen und Herren. Diese Thesen, diese 5 Empfehlungen, die Sie gerade gehört haben, diskutieren, möchte ich Ihnen kurz die Teilnehmer dieses Podiums vorstellen und das tue ich alphabetisch. Damit beginnt der Herr. Herr Dr. Kraus leitet seit 2008 das Thünen-Institut für Seefischerei und berät die Bundesregierung, konkret das Bundesernährungsministerium und das Bundesumweltministerium sowie auch die EU zum Thema Fischereimanagement. So arbeitete er zum Beispiel am Hauptgutachten Welt im Wandel, Menschheitserbe Meer, das der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung zu Umweltfragen 2013 veröffentlicht hat, mit. Er übte und übt zahlreiche Ämter aus. Ich erspare Ihnen eine vollständige Übersicht, wir wollen ja auch zur Diskussion kommen. Beispielsweise war er Mitglied des Exzellenzcenters Ocean der Zukunft an der Universität Kiel. Er ist Vizepräsident der Europäischen Gesellschaft für Fischerei- und Aquakulturforschung. Beide Begriffe haben Sie schon gehört.
deren Präsident er zuvor war. Bevor er zum Thünen-Institut 2008 ging, hat er studierte Biologe an der Technischen Universität in Dänemark, am Leibniz-Institut für Marine Wissenschaften, das ist heute GEOMAR, und in Kiel gearbeitet. Herr Dr. Kraus, was hat Sie in die Fischereibiologie verschlagen? Ich habe das tatsächlich studiert, wahrscheinlich, glaube fast der Einzige hier in dieser Runde. Ja, und es hat mich also auch tatsächlich nach dem Studium so fasziniert, dass ich das einfach weiter betrieben habe. Und einer der Gründe, die mich an diesem Fach besonders fasziniert haben, ist, dass man sehr anwendungsnah arbeitet, dass man mit seinen Empfehlungen relativ nah auch an Umsetzungsmöglichkeiten arbeitet. Und das hat mich eigentlich über die letzten 20 Jahre, die ich das jetzt ungefähr mache, begleitet und fasziniert mich noch heute. Danke. Frau Heike Vesper studierte auch Biologie in Bremen und in Amsterdam. Sie haben auch als Schwerpunkt sehr früh Meeresbiologie und Ökologie gewählt und mit einer Arbeit zur, da bin ich ja neidisch geworden, ne, Ökologie von Korallenriffen in Jordanien ihr Studium abgeschlossen. Seit 1999, und das sind jetzt auch schon fast 20 Jahre, engagiert sie sich für den WWF. Als Expertin für Meeresfischerei entwickelte sie im Jahr 2000 den WWF-Fischratgeber, den wahrscheinlich alle hier im Saal kennen, und war maßgeblich an der Etablierung des strengsten und sicherlich erfolgreichsten Fischumweltsiegels, dem MSC, beteiligt. Im Juni 2011 hat sie die Leitung des Fachbereichs Meeresschutz zu dem Ozean- und Küstenzählen beim WWF in Deutschland übernommen, also eine Voraussetzung, die Sie ja heuer gerade eingefordert haben, man darf nicht nur auf der Meere bleiben oder nur auf den Küsten bleiben, was ja bei uns in der Forschung häufiger mal vorkommt. Und seit 2014 wirkt sie als ehrenamtlich Vorsitzende der International Baltic Sea Foundation for Nature Conservation. Die Stiftung wurde im gleichen Jahr mit dem Ziel gegründet, eine vielfältige, ökologisch stabile und intakte Ostseeregion als Lebensraum für zukünftige Generationen zu fördern und zu sichern. Frau Vesper, warum haben Sie sich auf die Meeresbiologie konzentriert? Wie haben solche Dinge mal passieren können? Ne? Also für mich ist es so gewesen, dass das Meer immer eine große Faszination hatte. Das ist der größte Lebensraum, den wir haben auf der Erde. Man sagt, dass das Leben aus dem Meer kommt. Und ich glaube, das war tatsächlich auch am Anfang vielleicht so ein bisschen, wenn man jung ist, der Anlass, sich damit zu beschäftigen. Ansonsten die Biologie, die Wissenschaft vom Leben war immer mein Lieblingsfach. Und das, womit ich gerne meine Zeit verbringen wollte. Und am Ende habe ich dann jetzt festgestellt, dass ich mit dem Meer zwar immer noch theoretisch viel zu tun habe, aber viel zu selten da bin. So ist das dann, wenn man im Büro sitzt. Verlegen Sie Ihr Büro doch einfach auf ein Schiff auf dem Meer. Das fände ich nicht schlecht, ehrlich gesagt, aber es ist so ein bisschen schwierig, weil ich ja vor allen Dingen an der Schnittstelle zur Politik arbeite und dann müsste ich die alle mitnehmen, die Politiker. Vielleicht würde das den deutschen Politikern mal ganz gut tun, denn die sind zumindest, was ihre Entscheidungen angeht, immer sehr weit weg vom Meer. Okay, vielen Dank. Frau Professorin Hildegard Westphal, wo habe ich eigentlich Frau Lochte gelassen? Irgendwas habe ich doch mit vergessen hier. Sehr geehrte Frau Lochte, ich bitte um Entschuldigung, mein Alphabet kam durcheinander, wie Sie merken. Also, Frau Professorin Lochte, ich bitte um Entschuldigung, leitete 10 Jahre, nämlich bis zum 30. November des vergangenen Jahres, das Alfred-Wegener-Institut für Helm- und Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung mit Hauptsitz in Bremerhaven. Zuvor arbeitete die weltweit bekannte Meeresbiologin und Ozeanografin, die im vergangenen Jahr mit dem Verdienstkreuz erster Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet wurde für ihre Verdienste um die Meeresforschung, unter anderem in Rostock, Warnemünde und Kiel. Sie war und ist aktives in so vielen Mitglied in so vielen nationalen wie internationalen Organisationen, dass ich auch in diesem Fall eine vollständige Liste Ihnen verweigere und aufs Internet verweise. So war sie stellvertretende Vorsitzende des Scientific Committee des International Geosphären Programm, Vorsitzende der European Climate Research Alliance und ist immer noch Vizepräsidentin und deutsche Delegierte des Scientific Committees on Antarctic Research und des International Arctic Science Committees. Frau Lochte, Sie haben nicht immer Meeresforschung gemacht. Wie haben Sie sich entschieden, das zu machen? Ja, ich habe angefangen, Biologie und Chemie fürs Lehramt zu studieren. Und ich muss sagen, ich habe eine Hochachtung vor Lehrern dabei entwickelt. Das ist wirklich ein schwerer, anstrengender Beruf und ich habe dann irgendwie die Flucht ergriffen und habe beschlossen, dann lieber Wissenschaft zu machen. Ist auch anstrengend, aber vielleicht nicht ganz so schlimm wie der Lehrerberuf.
Warum Meeresforschung? Nun, ich hatte dann ein Stipendium, um nach England zu gehen und habe ganz bewusst gesagt, ich möchte Meeresforscher werden. Und zwar, weil ich während meines Studiums bei einem Kursus in Helgoland beim Blick durchs Mikroskop gesehen habe, was es für eine faszinierende Welt gibt, die kleine Welt im Meer. Algen und Krebse und Bakterien. Und ich bin bei den Bakterien hängen geblieben. Das heißt, Fischerei ist für mich sozusagen das oberste Ende der Nahrungskette. Ich arbeite ganz unten. Aber diese Faszination, dass eigentlich sämtliche Prozesse im Meer durch Kleinstlebewesen getrieben werden, also das hat mich wirklich umgetrieben seitdem. Und ich finde, das ist auch eine ganz spannende Aufgabe. Danke. So, jetzt sind wir fast wieder im Alphabet. Frau Professorin Hildegard Westphal ist Direktorin des Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung. Das größte deutsche Forschungszentrum für Ökologie tropischer Meere und Küsten ist in Bremen beheimatet. Und ein Schwerpunkt der Arbeit ist auch Aquakultur. Daher ist dieses Institut auch Mitglied in dem schon angesprochenen Kompetenznetzwerk Aquakultur, das beim Landesministerium in Schleswig-Holstein angesiedelt ist. Frau Westphal studierte Geologie in Tübingen und an der Universität in Queensland, Australien. Sie promovierte in Kiel, forschte danach an der University of Miami, dann in Hannover, habilitierte sich in Tübingen und ging dann nach Bremen und Heidelberg, bis sie schließlich 2010 das ZMT übernahmen. Auch sie wirkt in zahlreichen Gremien mit, so war sie unter anderem Sprecherin der Jungen Akademie, der Vizepräsidentin der Leibniz-Gemeinschaft, Gutachterin der Deutschen Forschungsgemeinschaft und ist weiterhin in zahlreichen internationalen Gremien tätig. Frau Professorin Westphal, was zieht eine Geologin in die marine Tropenforschung? Ja, das ist so gar nicht naheliegend, zumal Tropenforschung an Küsten beinhaltet, dass Sozialwissenschaftler und Naturwissenschaftler intensiv zusammenarbeiten. Und darauf bin ich definitiv nicht im Studium vorbereitet worden. Als Geologe lernt man, Gesteine zu interpretieren, also aus einem Gestein die Vergangenheit rauszulesen, daraus die Zeitdimensionen zu extrahieren, was für die Zukunft vorhersagen zu können vielleicht. Und ich habe mich mit Kalkgesteinen befasst und die sind ja eigentlich immer biologisch produziert. Das heißt, man muss sich moderne Riffe anschauen, um zu verstehen, wie Gesteine entstanden sind. Also Sie kennen alle die Dolomiten. Ein sehr schönes, modernes Beispiel dafür sind die Bahamas und da durfte ich arbeiten und dann bin ich einfach im Modernen hängen geblieben und habe mich dann wirklich sehr, sehr gefreut über die Chance, eben interdisziplinär am ZMT arbeiten zu können, wo als biologischer Akteur plötzlich der Mensch eine ganz herausragende Rolle spielt und das ist sehr, sehr reizvoll. Vielen Dank für diese Einleitung und diese Anmerkung von Ihnen. Frau Vesper, Sie haben geschrieben, wer festgefahrene Strukturen ändern will, braucht einen langen Atem. Aber auch wenn die Fortschritte zum Schutz der Meere langsam sind, darf man niemals aufgeben, denn wer aufgibt, der hat schon verloren. Sehen Sie in den Empfehlungen, die Herr Professor Heuer gerade vorgestellt hat, einen Fortschritt in Richtung, dass zunehmend nachhaltig Nahrung aus dem Meer gewonnen wird? Ich bin leider eher skeptisch, muss ich sagen. Und zwar gar nicht aufgrund der Arbeit, die Sie geleistet haben, die ja sehr schön widerspiegelt, irgendwie, was es dazu auch an Veröffentlichungen gibt, sondern ich bin skeptisch, dass das in tatsächlich reale Politik umgesetzt wird, in dem Sinne, wie es auch geschrieben worden ist. Nämlich, Sie haben ja das ganz klar unter die Ägide der Nachhaltigkeit gestellt und haben gesagt, das ist das oberste Prinzip, dem gefolgt werden muss. Und aber die Realität zeigt ja ganz oft, dass wirtschaftliches Wachstum und die neue Entwicklung von Wirtschaftszweigen sehr stark im Vordergrund steht. Das ist ein sehr viel kurzfristigerer Ansatz, als wenn man die Nachhaltigkeit nach vorne stellt. Und angesichts der Situation, die wir in den Meeren haben, reden wir über Zeiträume, die Regeneration mit einschließen müssen. Und das ist in vielen Fällen dann tatsächlich eher lange Zeiträume, ne, die dann so bei vielleicht 5 Jahren anfangen und sich dann schön auch je nach Fischbestand zum Beispiel auch nach oben schrauben können. Das kann Herr Krause aber sehr viel besser sagen als ich. Auf jeden Fall reden wir über zum Teil Generationen, ne, Generationszeiträumen, bis das Meer wieder eine Produktivität hat, wie sie die ursprünglich mal gehabt hat. Und dann sind wir Menschen, neigen ja aber sehr stark zum Vergessen. Und dann gibt es so ein Prinzip, das nennt sich dieses Shifting Baselines. Das heißt, dass wir heute in den Meeren sehen, also wenn so ein Sportangelwettbewerb zum Beispiel ist und dann stolz die Trophäen hochgehalten werden, dann sind die Fische so groß. Und man hat irgendwie 5. Und wenn Sie sich Bilder angucken von 1930, dann ist der Fisch so groß vom Boden und er hat irgendwie 100
gefangen. So ungefähr, das ist die Dimension und an das haben wir uns gewöhnt. Also was heute als viel empfunden wird, ist eigentlich ehrlich gesagt nur der kleine Rest, der noch da ist. Und deshalb sorge ich mich darum, dass dieses gut ausgearbeitete, sicher in die richtige Richtung gehende Advice, Rat, einfach nicht in diesem Sinne auch umgesetzt wird. Was müsste dann Ihrer Ansicht nach sich ändern, damit es umgesetzt wird? Was mir gut gefallen hat, war zu sagen, wir wechseln mal ein bisschen die Perspektive und sagen, irgendwie, es geht hier da tatsächlich darum, eine Ernährungsquelle sicherzustellen für die Zukunft der Menschheit. Und der Druck, der dahinter steht, ist vielleicht ein anderer, als den wir momentan in den Diskussionen haben, wo immer so ein bisschen einzelsektoral geguckt wird, was lässt sich denn noch alles rausholen. Und vielleicht ist dieser Ernährungsaspekt doch dann am Ende wichtiger als die anderen Diskussionen, die man darum hatte. Ich glaube, was einfach fehlt und was Wissenschaft sicher nicht beheben kann, ist ein massiver politischer Wille. Denn es ist alles da. Ja, die Gesetze sind da, nach der letzten Reform der europäischen Fischereipolitik liegen alle Instrumente auf dem Tisch, es besser zu machen als vorher. Aber jetzt sehen wir in der Implementierung, in der Anwendung dieser Gesetze, dass das nicht gemacht wird. Beifang ist nicht verboten, aber zumindest soll er reduziert werden und er muss an Land gebracht werden. Wir haben ein Anlandegebot. Das wird nicht kontrolliert, fast gar nicht. Wir haben irgendwie sowas wie Kontrollquoten von 0,1% in der Ostsee, was Dorsch angeht. So, was man aber nicht kontrolliert und nicht zählt, kann man auch nicht nachhalten und nicht steuern. Sowas kann man nicht managen. Und so kommen wir nicht voran. Und wenn jetzt gleichzeitig gesagt wird, okay, aber wie können wir trotzdem noch mehr rausholen? Und das ist die Aquakultur. Und das kann ja ein sehr guter und nachhaltiger Weg sein, den man mit Aquakulturproduktion beschreitet. Dann habe ich die große Sorge, wir packen sozusagen die nächste große industrielle Nutzung im großen Maßstab noch oben drauf und das wird das Meer nicht tragen. Klare Stellungnahme, vielen Dank. Herr Kraus, Frau Vesper hat es gerade angesprochen, wir beobachten, dass die Fische in bestimmten Regionen des Meeres, Sie sagten überall, aber besonders in denen, die von Erwärmung und von der Sauerstoffzehrung damit betroffen sind, bis zu 20-30% bereits kleiner sind. Und diese Entwicklung trägt ja sicherlich nicht zur Sicherheit oder zur globalen Sicherheit für die Nahrung bei, denn wir werden diese Fische ja eigentlich brauchen, um die Menschen zu ernähren. Sie müssen eigentlich wachsen, sie müssen sich auch fortpflanzen können. Helfen nun die Ratschläge der, wie heißen sie jetzt, nicht High-Level-Group mehr, sondern Chief Science Advisor, I try to learn it tonight, da weiter und werden sie dazu beitragen, die vor allen Dingen auch die illegalen Fänge, die ja nach wie vor ungefähr 30% betragen, zu unterbinden? Ja, also die Frage zunächst mal ist sehr schön, weil es gibt doch einige Punkte, wo man einhaken kann. Das erste ist natürlich die Frage, kleiner heißt ja nicht zwangsläufig weniger. Das ist also ein Disput, den man sowieso erstmal führen müsste und die Feststellung, dass Fische kleiner werden durch Klimawandel, ist zumindest auch wissenschaftlich noch nicht vollständig ausdiskutiert. Also wir haben erstmal die Frage, ist das überhaupt so und woran liegt das? Das ist also ein Punkt, der wissenschaftlich noch gar nicht so klar ausgearbeitet und eindeutig bewiesen ist, wie es vielleicht sich manchmal in der öffentlichen Debatte jetzt schon darstellt. So, aber wenn wir trotzdem mal annehmen, dass wodurch auch immer der Klimawandel negative Auswirkungen auf die Fischbestände, die Produktivität der Meere haben wird, was, glaube ich, insgesamt durchaus auf einer längeren Skala vielleicht noch gesehen real sein wird. Da kommt dann Ozeanversauerung dazu und andere Dinge, die aus verschiedenen Gründen die Gesamtproduktivität der Meere in Zukunft sicherlich nicht größer machen werden. Dann haben wir natürlich ein Problem, dass wir in eine Situation laufen, wo die Produktivität sinkt. Also wir grundsätzlich vom System her, von der Kapazität des Systems her, ein Problem haben werden auf lange Sicht. Gleichzeitig aber auch noch durch unser menschliches Handeln so viel kaputt machen und so viel Unsinn treiben in den Meeren, dass wir eigentlich ganz dringend was tun müssten, um zumindest diesen langfristigen Effekt, den wir schwer kompensieren können, durch jetzt vernünftiges Handeln zu kompensieren. Soll heißen, ja, die Empfehlungen, die gegeben sind, sind gut und richtig. Sie haben die richtigen Punkte, auch insbesondere im menschlichen Handeln, adressiert. Wir haben nach wie vor das Überfischungsproblem. Wir haben ein vergleichsweise schlecht implementiertes Management. Wir haben einen hohen Anteil illegale Fischerei. Das wird man sowieso nie vollständig kontrollieren können. Da bin ich pessimistisch. Aber man könnte zum Beispiel durch richtige Anreize die Leute dazu bringen, sich regelkonform zu verhalten. Das wäre durchaus überlegenswert, ob man an dem Ende ein bisschen weiterkommt. So, soll heißen, ich bin ähnlich pessimistisch wie Heike Vesper, dass die Menschen, gerade wenn wir jetzt die Situation um uns herum mal angucken in der Welt, sich jetzt in den nächsten paar Jahren dazu durchringen werden, im Meer alles richtig zu machen. Aber sie müssten das, damit wir das, was wir auf lange Sicht in den Meeren erwarten, nämlich eine geringere Produktivität in irgendeiner Form kompensieren können.
und dann auch in eine Situation kommen, wo wir dann vielleicht wirklich noch mehr Nahrung aus den Meeren erhalten können. Aber auch ich bin da tendenziell nicht so optimistisch wie die High Level Group oder wie auch immer sie jetzt heißt. Moment. Das kann ja, jetzt müssen wir einmal ein Mikro zu Herrn Heuer haben, damit er bitte darauf direkt reagieren kann. Dankeschön. Das heißt nicht, dass wir überoptimistisch sind. Ich bin genau wie Sie beide auch relativ pessimistisch, was umgesetzt werden kann. Aber wenn man es nicht auf den Tisch legt, dann kommt gar nichts raus. Also muss man es auf jeden Fall mal auf den Tisch legen. Und eine Sache, die ich jetzt schon mal mitnehme, ist, dass wir vielleicht auch gucken müssen, ob wir nicht einmal pro Jahr nachgucken, was rauskommt. Das würde ich jetzt zum Beispiel schon mal mitnehmen. Also nach den ersten zwei Beiträgen direkt, dann wird das ja sehr produktiv heute Abend. Aber Herr Dr. Kraus, Sie lassen sich natürlich auch nicht von der Angel. Sie haben gesagt, mit den richtigen Anreizen könnte man das ja vielleicht hinkriegen. Was bitte soll ich mir unter richtigen Anreizen vorstellen? Eine vollständige Kontrolle wäre ja ein sehr starker Anreiz, weil wenn man erwischt wird und hohe Strafen zahlen müsste, dann würde man sich in der Regel regelkonform verhalten. Das wird zu teuer. Genauso wenig, wie wir es auch nicht schaffen werden, alle Fischbestände einem vernünftigen Assessment zu unterziehen. Das heißt, wir müssen irgendwie Mechanismen erfinden, die Leute dazu bringen, sich so zu verhalten, wie wir es gerne hätten. Durch zum Beispiel positive Anreize. Man kann ja durchaus auch für Fischer, die sich besonders nachhaltig verhalten würden, bestimmte zusätzliche Quotenanteile zum Beispiel ausloben und andere, die sich weniger nachhaltig verhalten oder weniger nachhaltige Methoden auch benutzen, einfach stärker besteuern zum Beispiel. Also das heißt, Geld ist irgendwie dann doch ein Hebel, zum Beispiel als einer. Okay, ich nehme das mal mit, vielleicht vertiefen wir das nachher noch mal ein bisschen. Frau Lochte, es ging ja eben schon darum, dass man die gesamte Nahrungskette in den Blick nehmen will. Sie sagen, Sie kennen sich besonders mit der Basis dieser Nahrungskette aus. Es ist ja hilfreich, wenn man da insgesamt ran möchte. Man möchte eben in größerem Umfang eingreifen. Und einer dieser Vorschläge ist zum Beispiel Krill. Nun beobachten wir, dass im Südatlantik, in dem südlichen Ozean, eine massive Ausbreitung von Quallen erfolgt und die zulasten des Krills geht. Ist es denn überhaupt denkbar, Herr Heuer hatte das ja vorhin auch schon angerissen, dass wir noch weitere Lebewesen aus dem Meer entnehmen, ohne nicht das Ökosystem weiter aus dem Gleichgewicht zu schmeißen? Also das ist eine ganz kritische Frage, weil wir oft nicht wissen, inwieweit jetzt die Entfernung eines Organismus, nehmen wir mal Krill, sich dann auswirkt, weil andere Organismen dann sozusagen eintreten. Nicht? Also in diese Lücke können dann zum Beispiel Flügelschnecken oder Quallen halt auch eintreten, die Algen fressen und damit reduzieren sie wieder die Nahrung für das Krill. Also es ist wirklich so ein Kaskadeneffekt. Und das Problem, was wir eigentlich haben, ist, dass da noch ganz große wissenschaftliche Lücken klaffen. Es ist einfach ganz schwer vorherzusagen, wenn wir so und so viel Metric Tons von Krill entfernen, was bedeutet das? Ändert sich dann das Ökosystem oder kann der Krill das ab? Wir haben ja vorher eine ganze Reihe Wale gehabt, die den Krill gefressen haben. Nun sind die Wale weitgehend entfernt worden durch Jagd. Trotzdem hat der Krill abgenommen. Also das ist eine wirklich interessante Frage. Woran liegt das eigentlich, dass der Krill nicht dann massenhaft sich vermehrt hat? Das war ja eigentlich die Idee gewesen. Das liegt am gesamten Rezyklieren der Nährstoffe. Also insofern würde ich sagen, wenn wir in die Basis der Nahrungskette gehen, dann müssen wir sehr vorsichtig sein, was nachher passiert in den oberen Stockwerken. Und der Klimawandel spielte auch eine ganz große Rolle, weil durch Erwärmung zum Beispiel sich auch die Nährtierchen für die Fische verziehen in andere Gebiete und dann wird sich auch der Fisch anders verhalten. Wir haben andere Fische jetzt schon in der Nordsee, als wir das früher hatten. Und da ist auch dann die Frage, wie gehen wir damit um, wenn die Fische einfach jetzt anfangen, sich auf andere Gebiete zu spezialisieren. Ich würde gerne nochmal diesen Vorschlag von Herrn Heuer aufgreifen. Er hat gesagt, man müsste Pilotprojekte starten. Ist sowas überhaupt geplant in der Wissenschaft? Sie sind ja international weit unterwegs.
Gibt es da Projekte, solche komplexen Systeme so zu erforschen, dass man eine gewisse Vorstellung hat von dem, was man hinterher tut? Also kleine, kleinskalige Projekte gibt es, nicht? Also man kann durchaus in gewissen Umfang Spezies zusammensetzen und dann sehen, wer gewinnt, unter welchen Bedingungen. Das Ganze wird natürlich schwierig, wenn man das tatsächlich im offenen Ozean machen will. Also die großskaligen Projekte fehlen und sind auch wirklich sehr schwer nachzuvollziehen. Also jedes Meeresgebiet ist anders. Wenn man das hier macht, kriegt man ein Ergebnis, macht man es in einem anderen Gebiet, weil die Strömungen anders laufen und so weiter, dann sieht es auch schon wieder anders aus. Man kann eigentlich nur versuchen, durch Modellierung und dann gezielte Versuche zu sehen, ob die Hypothesen, die dahinter stehen, ob die funktionieren. Das heißt, da ist einfach ein ganz großer Forschungsbedarf, bevor man damit anfängt. Ja. Okay. Frau Professorin Westphal, es gibt die Empfehlung, die Marikultur in Europa intensiv weiterzuentwickeln. Gegenwärtig hat China mit 60% den größten Anteil weltweit an der Aquakulturtechnik. Und wenn wir uns einen Moment die Küsten in den tropischen Ländern vorstellen, ist Marikultur dann wirklich der Schlüssel, um mehr Nahrung für die Menschen zu generieren und neue Nahrungsquellen zu erschließen? Also Marikultur ist bestimmt in vielfältiger Hinsicht sehr clever als Ansatz. Zum einen gerade in Regionen, wo Süßwasser knapp wird und die Landwirtschaft dadurch auch unter Druck gerät, ist natürlich klug, mehr Wasser zu benutzen für die Nahrungsmittelproduktion. Jetzt ist es so, dass gerade in den Tropen Marikultur sehr, sehr stark am Wachsen ist. Indonesien, Malaysia, China, diese ganzen Regionen sind sehr, sehr aktiv in dem Bereich. Was sehr viel Sinn macht, weil dort auch die Bevölkerung natürlich besonders stark wächst. Vielleicht nicht in China, aber in den anderen Bereichen Südostasiens. Jetzt haben wir aber auch ein Paradoxon hier. Die Länder mit der besonders intensiven Marikultur sind genau die Länder mit geringer Governance. Also sprich, das sind üblicherweise arme Länder, das sind Länder, wo Nachhaltigkeitsrichtlinien mit Sicherheit nicht besonders gut durchgesetzt werden können. Was ist überhaupt Nachhaltigkeit? Reden wir hier nur von ökologischer oder auch sozialer Nachhaltigkeit? Das sind Länder, wo Aquakultur für den Export betrieben wird. Das heißt, genau dort, wo man bestimmt diese Proteine und Mikronährstoffe am dringendsten braucht, werden sie für den Export produziert. Wir kaufen die dann ein. Das heißt, bei uns, wenn die Fischmengen oder die Meeresfrüchtemengen einbrechen, haben wir die Chance, uns einfach dazu zu kaufen, was wir brauchen. Und genau die Länder, wo die Produktion stattfindet, sind eben genau die Länder, wo die Armut herrscht, wo Bildungsprobleme sind, wo Governance-Probleme sind und wo eben Gesundheitsprobleme jetzt noch viel mehr, bei steigender Produktion mehr Gesundheitsprobleme auflaufen. Gerade im Mikronährstoffbereich, was die Entwicklung von Kindern stört, was dann wieder ganz langfristige Folgen hat im Bildungsbereich etc. Also hier haben wir ein wirkliches Paradoxon und diese ganzen globalen Bilanzen, wir haben heute etwa genauso viel Aquakulturproduktion wie Wildfang. Global Bilanzen bringen uns herzlich wenig, weil die Ungleichverteilung auf der Welt so groß ist. Und das ist eben ein Punkt, wir können das sicher als Weltgemeinschaft sehr schlau machen, dass wir uns da besser organisieren, dass wir nicht auf Kosten der Armen hier unseren Proteinbedarf decken. Und das ist auch sehr schön, wenn sich die EU mit dem Thema und mit der Governance und der Regulierung von Aquakultur und Fischerei befasst. Aber das ist mit Sicherheit nicht die Lösung fürs globale Problem. Also ich möchte hier eigentlich fast noch ein bisschen dem Pessimismus eins draufsetzen, weil es ist ganz toll, dass sich die EU damit wirklich befasst und verantwortungsvolle Vorschläge macht, aber die Welt ist viel größer als die EU und das dürfen wir eben auf gar keinen Fall vergessen. Und hat ja die EU zumindest, das auch in den Empfehlungen steht ja drin, man möge über Abkommen, Fischereiabkommen und Handelsabkommen doch darauf drängen, also mit den südlichen Ländern steht expressis verbis drin, dass es sozusagen zu einem guten Standard kommt. Gibt es denn dafür gute Beispiele schon? Für
gute Standards, Beispiele. Naja. Okay, Frau Vesper guckt so skeptisch, dass ich jetzt auch gleich skeptisch werde. Neben mir und mit Sicherheit ist es ein guter Ansatz. Es gibt super schöne Beispiele. Auch, also wir reden ja nicht von Kontrolle an sich. Kontrolle ist ein Teil davon. Wir reden aber auch von Strukturen, von Kapazitätsbildung, von Wissensaustausch. Diese ganzen Bereiche, die wir brauchen, damit eben Anreize auch da sind. Wir können ja nicht jetzt mit unseren tollen Nachhaltigkeitsstandards in irgendwelche Länder gehen und das aufdrücken, das ist ja imperialistisch, sondern es ist ja eine ganz andere Ebene, wo wir auch ran müssen mit Bildung und Ausbildung und Strukturen. Ein schönes Beispiel ist ein BMBF-gefördertes Projekt, Genus hieß das, im südlichen Afrika. Ihr wart dabei, ne? Wir zum Glück durften auch mitmachen. Das ging um Fischerei eben im südlichen Afrika, Angola bis Südafrika, und als Teil davon ein Ergebnis ist die Benguela Current Commission, ein Beratungsgremium, was transnational eben Fischereiquoten von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam jedes Jahr diskutiert, festlegt, wie stark das durchgesetzt wird, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber es ist eins der Beispiele, wo wirklich Wissenschaft, Beratung, Politik und Wirtschaft in meinen Augen was erreicht haben. Ob das jetzt wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, mag ich nicht zu beurteilen, aber es ist ein Schritt. Herr Dr. Kraus, Sie griffen schon so spontan zum Mikro. Ich denke, das hat was zu sagen. Ja, mir fiel gerade ein tolles Beispiel für ein Partnerschaftsabkommen ein, was funktioniert. Das ist das Abkommen zwischen der EU und Norwegen. So, und das sagt eigentlich schon alles. Selbst mit Grönland funktioniert es nicht besonders gut. Also da haben wir ein echtes Problem. Das funktioniert nicht besonders gut. Ja, und was ich vielleicht noch sagen wollte, um Hildegard Westphal zu ergänzen, es zählt der lange Atem. Ne? Also diese Dinge funktionieren nur, das Capacity Building funktioniert nur, wenn man wirklich einen sehr, sehr langen Atem hat. Und das hat eben dieses Genus-Projekt bewiesen und deshalb funktioniert es. Weil wie viele Jahre lief das denn? Oh, das ist in den Anfang der 90er Jahre, glaube ich, sind wir damit angefangen. Also das ist schon ein paar Jahre alt. Frau Vesper, Sie gucken auch schon so gequält bei Aquakultur. Ja, leider. Also nicht alleine wegen der Aquakultur, sondern ich gucke auch so ein bisschen gequält wegen dieser Drittlandsabkommen oder so heißen sie jetzt nicht mehr, sie heißen jetzt Partnerschaftsabkommen, sei sie nun irgendwie für die Fischerei oder für die Aquakultur. Und was ich mich gefragt habe, war, was war wohl die Intention der EU dahinter, diese Anfrage zu stellen bei Ihnen? Ne? Es geht wirklich darum, sozusagen die Ernährungssicherung in Europa über Fisch, also Fischprotein für die Europäer zu erhalten, oder ging es um globalen Aspekt? Und dann wäre nämlich gerade, wenn es der globale Aspekt ist, dann ist das, was Sie auch gesagt haben, der soziale Aspekt und die Ungerechtigkeit in der Verteilung dessen, was da ist, natürlich die größte Frage. Und darauf können Sie oder haben Sie keine Antwort geben können hier drin, wie man das gerecht gestalten kann und dafür sorgen kann, was sozusagen der Verzicht bei den Europäern irgendwie dann das Positive für den Rest der Welt ist. Und wie man das löst, da beißen sich, glaube ich, ganz viele Leute die Zähne dran aus und versuchen, gute, innovative Ideen zu finden. Schwierig, der Konsument verzichtet nicht gern. Und wir haben die Kaufkraft, das alles auszugleichen. Ich glaube, der Klimawandel spielt uns da auch noch mal in die Hände. Ne? Die Fischebestände bewegen sich eher in die kälteren Regionen. Das größte Bevölkerungswachstum ist in den tropischen Regionen, die größte Abhängigkeit vom Fisch, und zwar nicht nur im Sinne der Ernährung, weil es kein anderes Protein gibt, sondern auch im Sinne der Fischwirtschaft als einziges wirtschaftliches Einkommen in den Küstenregionen, ist alles im tropischen Gürtel. So. Und man kann Aquakultur nachhaltig machen. Man kann zum Beispiel Arten nehmen, die eben nicht unbedingt mit Fischmehl gefüttert werden müssen, ne, sondern die einen niedrigen trophischen Level haben. Und in China wird ja der Großteil der gezüchteten Fische sind Karpfen, wenn ich mich recht entsinne, die dann hauptsächlich wirklich auch Pflanzen fressen. Und das sind alles Möglichkeiten, die machbar sind. Oder sie haben diese multitrophischen Aquakulturen, ne, die quasi wie eine Kreislaufwirtschaft arbeiten. So kann man alles machen. Muss man vielleicht noch mal zwei Sätze zu diesem multitrophischen Aquakultur nur ergänzend. Das ist eine Zusammensetzung, ich habe das gelernt, von Algen, Muscheln, Seegurken und Fischen. Und die Fische werden gefüttert, die Seegurken ernähren sich dann von dem überschüssigen Futter und dem Kot der Fische. Die Algen wiederum vertilgen die anorganischen Substanzen, die die Fische ausscheiden, und die Muscheln machen alles wieder sauber. Also es gibt einfach, wenn man das geschickt zusammensetzt, schon Möglichkeiten. Nur man muss erstmal, wir haben gerade jetzt die Berichte gesehen, um auf Land zu kommen aus Afrika, wo bestimmte Bäume quergepflanzt werden. Man muss einfach nur mal drauf kommen, dass man vielleicht eine Win-Win-Situation von Lebewesen herstellt. Frau Professorin Lochte wollte was sagen. Ja, eine kurze Bemerkung dazu, weil wenn man mal nach Asien geht, das wurde jetzt eben schon erwähnt, werden auch eine ganze Reihe
Organismen genommen, die eben keine Fische sind. Ne? Algen werden gezüchtet, Muscheln werden gezüchtet. Und das ist eigentlich ein Thema, wo man sehr viel machen könnte. Das steht auch in den Empfehlungen drin. Die halte ich auch für sehr richtig. Aber dann muss man auch den Konsumergeschmack mal berücksichtigen und muss auch sehen, dass die Leute dann auch solche Sachen gerne essen als Luxusfood. Nicht? Also im Augenblick ist es schon so, dass man eben immer nur bestimmte Sachen bevorzugt und man muss sich an die anderen Sachen auch gewöhnen. Ich esse sehr gerne Algen, schmecken übrigens sehr lecker. Ja, kann ich bestätigen, finde ich auch. Wir hatten das Stichwort Klimawandel schon und ich finde, wir sollten noch einen Blick darauf werfen, weil alle Studien, das hatten wir gesagt, die Empfehlungen basieren auf den Studien, die vorliegen, die publiziert sind. Nun wissen wir, dass wir in Bezug auf Meer und Klimawandel mit zum Teil gewaltigen Unsicherheiten kämpfen. Es gibt eine Studie von Ökonomen, die nachweist, dass wenn man die Ergebnisse, die wir haben aus den Naturwissenschaften zum Thema Kalkbildung addiert, wir feststellen, dass wir bestenfalls was wissen über dies weniger Kalk für Korallen und für Muscheln, aber was wir nicht wissen, wo das besonders auftreten wird durch die Übersauerung. Und wir haben auch überhaupt keine Studien über die Sekundärfolgen. Also wenn uns die Korallenriffe wegbrechen, wäre mal wieder der Süden, dann würden wir natürlich auch Küstenschutzprobleme bekommen. So, wenn ich jetzt mir das anschaue, dann frage ich mich ja, was müssen wir tun, um diese Dimension einzufangen? Denn natürlich brauchen wir mehr Ernährung. Ich glaube, wenn wir 2,5 Milliarden Menschen mehr ernähren wollen oder müssen auf diesem Planeten, wird uns nichts anderes übrig bleiben. Aber was müssen wir jetzt tun als Wissenschaft, um solchen Menschen wie Herrn Heuer wieder neue Möglichkeiten zu geben, weiterzudenken? Auch wenn Sie schon sagen, das wird nicht funktionieren, aber trotzdem. Okay. Also, um jetzt gleich mal wieder die Luft aus dem Klimawandel hier rauszunehmen, dass Veränderungen in CO2, pH und Temperatur Auswirkungen auf die Organismen, gerade in warmen Ländern haben, weil die ja auch nirgendswohin mehr so richtig dann ausweichen können, ist, glaube ich, offensichtlich. Und jetzt würde ich hier tatsächlich mal Optimismus verbreiten wollen. Das ist nämlich nicht das größte Problem. Das größte Problem ist ein lokales Problem in fast allen Fällen. Wenn ich eben Aquakulturen so betreibe, dass ich die Mangroven abholze, dass da dann Sediment in die Korallenriffe geschüttet wird oder Überdüngung, die Korallenriffe absterben, es keine Kinderstuben mehr gibt für die Fische, weder hier noch da. Diese Becken sind nach ein paar Jahren nicht mehr nutzbar. Der Küstenschutz dann vor die Hunde geht, dann habe ich so richtig alles falsch gemacht. Das heißt, ich kann mit lokal besserem Management so viel bewirken, dass der Klimawandel mit Sicherheit nicht das größte Problem in diesen Küstenbereichen ist. Also das würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass zum Beispiel Herbizide im Hinterland, die Symbionten von Korallen killen und die Korallen absterben, das kann man abstellen. Und eine Koralle, ein Korallenriff, wenn wir jetzt vom Meeresspiegelanstieg reden, ein Korallenriff kommt mit unserem Meeresspiegelanstieg auf jeden Fall klar. Das ist eigentlich gar nicht das Problem. Das Problem ist, wenn ich die Riffe anderweitig schädige, dann habe ich die ganze Suite an Küstenschutzproblemen, Korallensterben, Kinderstuben etc. pp. Und von dem her, also der optimistische Blick eigentlich auf die Sache ist, dass man die lokalen Stressoren viel leichter rausnehmen kann als den globalen Klimawandel, der einen so hilflos erscheinen lässt oder zumindest im konkreten Fall relativ hilflos lässt. Und von dem her würde ich da tatsächlich relativ optimistisch denken, man kann Dinge bewegen, indem man die lokalen Stressoren erkennt, anerkennt, dass es lokale Stressoren sind und sie angeht. Klingt spannend. Wird das, passiert das? Kann das irgendjemand erzählen? Vielleicht, ja, also gerade diese anderen Aquakulturmethoden, die integrierte multitrophische Aquakultur ist so ein Hebel, der auch nicht Allheilmittel ist, aber es gibt natürlich Ansätze. Und wenn wir nicht daran glauben würden, dass wir mit solchen neuen Konzepten irgendwas bewirken können, oder sei es, dass eben die Touristen nicht mehr auf Riffen rumtrampeln, wenn wir an sowas nicht glauben, dann brauchen wir nicht weiter forschen. Frau Lochte. Ich wollte noch mal was zum Klimawandel sagen. Ich glaube auch, dass das sind langsame Prozesse. Die brauchen lange Zeit, bevor sich was ändert.
Aber ich glaube, wenn man jetzt wirklich das große Bild sieht, globale Ernährung, wie werden wir in 50 Jahren, also die Weltbevölkerung ernähren, dann spielt es schon eine Rolle. Ich sehe es jetzt mal von der Sicht der Polarforscher. Wir haben verschwindendes Eis in der Arktis und wir sehen, dass sich jetzt auch schon die Fischerei überlegt, wo gibt es neue Fischgebiete in der Arktis. Und das ist ein Gebiet, wo im Augenblick überhaupt kein Wissen besteht. Ne? Welche Organismen haben wir da? Was ist die Lebenserwartung, die Reproduktion dieser Organismen? Wie viel kann da überhaupt entnommen werden, weil da gar keine Daten existieren? Aber schon natürlich überlegen sich die Leute oder die Fischerei, dass sie in diese Gebiete hineingehen. Also insofern, da sehen wir schon Entwicklungen, die sich also positiv auswirken können, nicht? Wenn tatsächlich mehr Fisch weiter nördlich auftritt. Der wird aber dann wahrscheinlich weiter südlich fehlen. Das heißt, diese ganze Frage, wie verschiebt sich dieses System dann auf dem Globus, das ist spannend. Und dazu kommt noch ein anderer Punkt, dass also die Nährtierchen, also das, was die Fische fressen und die Larven fressen, dass sich durch die Erwärmung auch die Reproduktionszyklen dieser Organismen ändern. Also die fangen manchmal früher an, die Algen fangen früher an zu wachsen, wenn die Larven noch gar nicht da sind. Und wenn die Larven kommen, dann sind die Algen schon wieder weg. Das sind also auch so Probleme, wo man sehen muss, wie passt dann eigentlich die Nahrungsverfügbarkeit und auch das Nachwachsende, also die Larvenentwicklung von Fischen zusammen. Das kann dann tatsächlich im Recruitment sehr große Auswirkungen haben. Im was für Ding? Also den Nachwuchs von Fischen. Danke. Ich wollte da gerne direkt auch nochmal anknüpfen. Im Prinzip ist es so, dass wir, was wir im Moment sehen, genau diese Entkopplung von verschiedenen Prozessen, manche sind lichtgesteuert, manche sind temperaturgesteuert, Dinge passen nicht mehr zusammen. Das steht natürlich so ein bisschen, da sehen wir im Moment ganz große Probleme, aber wir wissen auch nicht besonders gut Bescheid, wie schnell können Anpassungen funktionieren. Ne? Wie schnell geht die genetische Anpassung der Organismen, die damit klarkommen müssen. All das sind Fragen, die wir erst beginnen zu verstehen, wo noch ganz viel Forschungsbedarf ist. Das heißt, ich glaube, diese längerfristigen Prozesse, die jetzt mit dem Klimawandel einhergehen, da können wir nicht viel mehr tun im Moment, als uns zu adaptieren. Und zu gucken, dass wir unser eigenes Wirtschaften anpassen an die neuen Gegebenheiten und dass wir wachsam beobachten, was passiert in den Meeren, wie verstehen wir es besser, da viel Forschung reinstecken. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und den Punkt, den Hildegard Westphal brachte, dass man erstmal die lokalen Probleme, die man lösen kann, angehen muss, dass man regionaler wirtschaftet und wirklich die regionalen Probleme in Angriff nimmt. Das wird in dem Bericht der High Level Group angesprochen, aber ich denke, das ist im Moment erstmal der Schlüssel wirklich dazu, dass wir wirklich gucken, was können wir regional machen, weil da haben wir viele Prozesse besser verstanden als auf einer globalen Skala und da können wir weiterkommen und wenn das vernünftig funktioniert und da bin ich ein bisschen optimistischer, dann kann das Gesamtbild insgesamt auch ein bisschen positiver ausfallen. Frau Vesper. Ja, wenn ich noch was ergänzen würde, was ich mir noch wünschen würde für so eine Empfehlung wäre, was eigentlich in Ihrem Bereich, gerade im ZMT so wunderbar gemacht wird, ist nämlich dieses Interdisziplinäre, nämlich sich gerade auch anzugucken, wir hatten es ja darüber, was könnten Anreize sein für Menschen, ne, dass man die Leute, die in den sozialen Bereichen arbeiten, Sozialforscher, was treibt Menschen an? Warum ist das so? Warum kriegen wir die Gesetze nicht umgesetzt? Ja, was ist denn das Problem? Was sind wirklich gute, positive Anreize und was wären wirksame, negative Sanktionen, um das hier umzusetzen, was Sie dort auch empfehlen? Und das ist einfach Arbeiten mit dem Menschen. So, das ist das eine. Das andere, was ich mir noch gewünscht hätte, wäre etwas mehr Augenmerk auf die Rolle, die Schutzgebiete geben können. Ne? Wenn man Bereiche im Meer tatsächlich dann auch von Nutzung ausnimmt, und zwar damit meine ich jetzt nicht nur Fischerei oder Aquakultur, sondern jedwede Nutzung, weil wir wissen, dass das in den Tropen fantastisch funktioniert hat. Und zumindest in kalten Gebieten gibt es ein paar gute Beispiele und inwieweit das eine Rolle spielen kann, wenn man mehr Nahrung produzieren möchte, das wäre auf jeden Fall etwas, was man in dem Zusammenhang betrachten muss. Ich finde diese Sozialforschung unfassbar wichtig, denn wir haben ja jetzt zum Beispiel in der Ostsee die Diskussion, also in Europa treibt das ja wirklich Blüten, was wir erleben. Jetzt gibt es die Diskussion darüber, ob die Berufsfischerei auf Kabeljau, also auf Dorsch, noch stattfinden kann, weil die Angelfischerei, also die Freizeitfischerei, es machen Menschen in ihrer Freizeit, die dafür Geld bezahlen, Dorsch zu angeln, ob das nicht sozusagen das ist, was mehr bewertet werden muss, was mehr fangen darf, tun sie heute schon, als der Berufsfischer.
weil die nicht, ja, weil das der größere Wirtschaftsfaktor ist. Ja, und diese Art von Diskussionen und wie kann man da lenken und wie muss man da politisch arbeiten, das finde ich sehr wichtig mit zu betrachten, denn das treibt wirklich Blüten. Moment, Moment, Moment. Ohne Mikro geht gar nichts. Ja, ich stimme Ihnen zu. Ich meine, da muss man eben wieder wirklich einen Querschnitt betrachten, weil der Tourismus spielt eine Rolle. Ja? Und deswegen hatte ich auch vorhin erwähnt, man muss eben die Effekte an der Küste und im Wasser und am Land betrachten. Ja? Wir haben es geschrieben, aber natürlich nicht in dem Detail. Stimme ich Ihnen aber völlig zu. Ja? Lassen Sie mich noch ein Beispiel erzählen. Sie sagten gerade mit Schutzgebieten, wie wichtig die sind. Ich habe kürzlich zufälligerweise eine Sendung über Malaysia gesehen und die dortigen Schutzgebiete. Und die haben ja wirklich dieses Korallenriff, was artenreicher ist als das Great Barrier Reef, unter Naturschutz gestellt. Da dürfen gerade noch die Seenomaden bleiben. Aber ansonsten schmeißen sie da konsequent alles raus mit dem erklärten Ziel, dass die Fische sich wieder generieren, damit die klassischen und einheimischen Fischer dort wieder leben können. Ich fand das sehr erstaunlich, wie konsequent die das betrieben haben und mit welcher Selbstverständlichkeit da auch Menschen umgesiedelt worden sind, damit die Kinderstube da nicht ständig durcheinander kommt. Wenn ich jetzt Ihr Gesicht sehe, habe ich den falschen Film gesehen wahrscheinlich. Frau Westphal. Ja, Schutzgebiete sind natürlich ein ganz tolles Werkzeug. Bei vielen Schutzgebieten ist das Problem, dass man sich vorher nicht Gedanken macht, wozu man sie will. Will man sie zur Regeneration der Fischbestände? Will man sie aus Gründen, dass es schön für den Tourismus ist? Will man sie, will man Teilschutzgebiete mit Teilbewirtschaftung, zum Beispiel Menschen umzusiedeln, finde ich auch grenzwertig. Wer entscheidet das? Oder sind die freiwillig, wollten die gehen? Und dann ist doch immer die Frage, wenn ich nicht weiß, wofür ich mein Schutzgebiet habe, weiß ich weder, wie groß ich das machen muss oder wie verbunden Schutzgebiete sein müssen für die Rekrutierung des Nachwuchses. Also da, Schutzgebiet an sich ist eine tolle Idee, aber das merken wir auch ganz häufig, dass zum einen eben überhaupt gar nicht vorher klar ist, wofür, und deshalb weiß ich nicht, wie. Und dann ist auch ganz häufig die Überprüfung des Effektes gar nicht konsequent gemacht. Also weiß ich gar nicht, ob die was bringen. Und das sind vergebene Chancen. Frau Lochte. Ja, würde ich gerne auch noch was zu sagen. Und zwar ist dieser Schutzgebietsgedanke sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, da müssen wir auch ran. Aber ein Schutzgebiet im Meer ist ganz was anderes als ein Schutzgebiet an Land. Das Wasser bewegt sich. Und da gibt es keine festgelegten Grenzen. Das heißt, da muss man schon auch sehen, wie definiert man das? Und wie überwacht man das? Auf jeden Fall auch. Aber da braucht man auch einfach neue Konzepte. Wir können nicht einfach das, was wir an Land, an Schutzgebieten wissen und können, übertragen aufs Meer. Das ist eine ganz andere Situation. An dieser Stelle, da das ja ein Statement war, eine Aufforderung an Sie alle die Frage, an Sie vier die Frage, was wünschen Sie sich, was Herr Heuer mitnehmen soll? Und Herr Heuer sagt, er hat schon eins gesagt, was er vielleicht mitnimmt. Herr Kraus. Nachdrücklich unterstreiche ich das, was Herr Heuer sagte. Also mal nachgucken hilft, glaube ich, schon sehr. Und wirklich darüber nachdenken, wie nehmen wir die Leute mit auf den Weg. Das geht alles über Leute. Wir können nur unser eigenes menschliches Handeln steuern. Der Rest, die Biologie, funktioniert von alleine. Und wenn wir nicht verstehen, wie wir ticken, dann wird sich auch nichts ändern. Frau Lochte. Also ich denke, ein Teil der Lösung liegt wirklich auch in neuen Technologien. Da stimme ich durchaus zu. Aber ein anderer Teil liegt auch darin, wir müssen das Land und das Meer zusammen betrachten. Wir können das nicht getrennt sehen. Die Nahrungsproduktion an Land, was an Nährstoffen da rauskommt oder an Herbiziden oder sonst was, hat Auswirkungen aufs Meer. Und da müssen wir sehen, wie wir das zusammenkriegen. Moment, gleich. Ich kann alles gleich zum Schluss auf alles antworten. Bitte. Frau Vesper. Frau Vesper hat jetzt zwei Mikro und damit die absolute Diskussionsgewalt auf dem Podium. Ja, doch, Teilchenphysiker schaffen das. Ja, wenn nicht die Teilchenphysiker wäre, dann genau. Ich hatte ja schon eine ganz lange Wunschliste, die soziale Forschung mit einzubeziehen, Verteilungsgerechtigkeit, die Rolle von Schutzgebieten. Ich habe noch mehr. Was ich mir wünschen würde, weil es aktuell auch super wichtig ist, die WTO hat Ende letzten Jahres getagt und da ist so ein Klassiker
der Verhandlungen wieder auf den Tisch gekommen, nämlich Fischereisubventionen. Und es gibt ein großes internationales Ziel unter den Sustainable Development Goals, unter dem SDG 14, was nur für Ozeane gemacht ist. Und das heißt Abschaffung der Subventionen für illegale, unregulierte und undokumentierte Fischerei. Ich glaube, wenn wir bei dem Undokumentierten sind, dann wird es sehr kompliziert. Aber zumindest, ehrlich gesagt, ist es ein, wie sagt man das so schön, neudeutsch, No-Brainer, die Abschaffung der Subventionierung illegaler Fischerei. Nummer eins. Die Subventionen dieser Fischerei zu entziehen, würde, glaube ich, schon mal eine echte Erleichterung für die Fischbestände schaffen und auch eine Erleichterung für die, die sich nämlich an die Regeln halten und versuchen, einen guten Job zu machen, weil das konterkariert jede Bemühung darum, Nachhaltigkeit zu etablieren. Und wenn das nicht kommt von der Wissenschaft, weiter unterstreichen, dann rutscht den Politikern das von der Agenda, weil das sehr unbequem ist. Ich weiß, dass Sie haben da einen Hinweis mit drin, aber dick und rot und grün und gelb und alles unterstreichen, was Sie an Farben haben. Frau Westphal. Also mein Wunsch ist eh klar. Der Augenmerk auf den Import in die EU. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns nicht als... machen wir ja gerne Insel der Seligen hier, unsere Standards hochschrauben und den Rest der Welt dabei außerhalb des Blickes lassen. Ein Wunsch, den ich tatsächlich gerne noch äußern würde, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mit Ihren Aktivitäten hier in diesem Bereich den Augenmerk unserer Politik auf die Nahrung auf dem Meer tatsächlich erfolgreich lenken würden, denn Ernährung ist in Deutschland Agrikultur. Das ist ganz klar so, gerade im Forschungsbereich ist es ganz offensichtlich, dass in dem Moment, wo man probiert, über Nahrungsmittelproduktion zu forschen, ist man im Marienbereich raus. Wir können probieren, über Ozeanforschung Mittel zu kriegen, um über Aquakultur oder Fischerei zu arbeiten, aber definitiv ist es nicht möglich, im Ernährungsbereich Forschungsmittel für marine Fragen zu kriegen. Und wenn Sie da die agrikulturelle Gesellschaft in Deutschland geöffnet kriegen, das Ministerium hier, wenn Sie das schaffen, ich glaube, dann ist echt was gewonnen. Herr Heuer. Ja, ist alles ganz einfach. War so ein bisschen wie Weihnachten, oder? Jeder hat mal einen Wunsch. Es war ein bisschen wie Weihnachten, ne? Ja, ja. Der Wunschzettel. Ja, ja. Gut, dann spielen Sie jetzt mal Weihnachtsmann. Ich fühle mich wie Nikolaus. Spiel aber lieber Knecht Ruprecht. Nein, Sie müssen mal sehen, wir haben natürlich nur ganz beschränkte Möglichkeiten. Wir haben ein ganz enges Mandat. Wir können da, gut, da können wir ein bisschen was machen. Also wenn wir das nicht schaffen, dann ist auch schlecht. Zur Landwirtschaft und das kombiniert zu betrachten, zusammen zu betrachten, da sind wir schon dran. Wir überlegen uns, ob wir das nicht als eines der nächsten Topics machen. Ja, denn man kann es, wir haben jetzt mit dem Meer angefangen, es gibt natürlich auch die Süßwasserkultur und es gibt eben die Landwirtschaft. Und ich denke, man muss alles zusammen betrachten. Völlig richtig, wie wir das hinkriegen, weiß ich noch nicht, aber wir haben es auf dem Radar. Was war jetzt Ihr? Die Fischereisubvention steht ja auch drin, nur in der gleichen Farbe. Also da nehmen wir dann einfach eine andere Farbe. Und dicker, ja. Wie wir das machen, muss ich mir auch überlegen, denn ich weiß noch nicht, wie, ja. Ich bin in ein paar Wochen in Brüssel wieder und muss das Papier in einer großen Konferenz vorstellen. Vielleicht kann ich das da ein bisschen farbig machen und dicker. National können wir natürlich wenig machen. Wir berichten der EU. Wir müssen also etwas machen, was die EU insgesamt angehen kann. Aber da würde ich ganz gerne auf diese eher regionalen Dinge eingehen. Vielleicht kann man das da mit reinpacken. Und jetzt habe ich Herrn Kraus vernachlässigt. Was hatten Sie am Anfang? Das habe ich jetzt wirklich vergessen. Ja, da muss ich Knecht Ruprecht spielen. Das kann man, das können wir nicht. Das müssen die Leute selber machen. Wenn wir so eine Empfehlung reinschreiben, glaube ich, machen wir uns vielleicht unglaubwürdig. Denn das muss persönlich kommen. Das können wir nicht. Es liegt am Verhalten des Einzelnen. Das stimme ich Ihnen völlig zu. Nur kann man das Verhalten des Einzelnen vielleicht auch ein bisschen beeinflussen, indem man von oben, von der Kommission her,
Regeln vorgibt, die vielleicht den Einzelnen etwas beeinflussen können im Kaufverhalten, im Verhalten der Nahrungsaufnahme und so weiter, weiß ich noch nicht. Ist vielleicht ein bisschen blauäugig, aber man könnte sich vielleicht sowas überlegen. Es geht mir auch mehr darum, dass wir die Wissenschaft dazu einfordern, die uns erlaubt zu verstehen, warum wir so handeln, wie wir handeln. Das also die Idee ist, die Interdisziplinarität zu fördern, die Frau Westphal schon mal angesprochen hatte. Ja. Darf ich jetzt auch einen Wunsch äußern? Es ist ganz einfach zu lösen. Sie schicken mir einfach 2, 3 Sätze, dann habe ich das nämlich nochmal, denn bis morgen vergesse ich das sonst. Das wäre nett. Okay. Dann herzlichen Dank dafür. Ich habe natürlich auch noch einen Wunsch. Sie haben gemerkt, selbst Herr Heuer hat schon Schwierigkeiten, uns diesen schönen englischen Text ins Deutsche zu bringen. Und Herr Heuer, die EU ist ja mehrsprachig. Und damit es die Politik erreicht oder auch wen auch immer, wäre ja mein Wunsch, Sie übersetzen lassen, das mal in alle EU-Sprachen übersetzen, damit das Ding wirklich auch Power bekommt und die Aussagen sich verbreiten und wir nicht rätseln müssen, was denn Food System auf Deutsch heißt zum Beispiel. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Beiträge vom Podium. Vielen, vielen Dank für diese angeregende Diskussion. Ihnen danke ich sehr herzlich fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg und ja, gucken Sie, was für Fisch Sie kaufen und wie viel. Viel Spaß.